Auf den Zoobesuch freute Lea sich schon lange. Ihre Kinder haben zum ersten Mal in ihrem Leben echte Tiere gesehen. Dass es mit 4 Kleinkindern chaotisch werden würde, war Lea bewusst. Doch hatte sie vollkommen unterschätzt, wie anstrengend der Tag am Ende wirklich war. Und damit begrüße ich dich recht herzlich zu unserer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Wir waren letzte Mal im Zoo. Es war ziemlich anstrengend. Es ist jetzt auch schon 12 Uhr, bis ich mal alle wirklich auf Vordermann gebracht habe. Lea ist total müde. Die schicke ich jetzt auch gleich ins Bett. Und mal gucken, was wir nur mit den Kindern heute anstellen. Legen wir doch einfach mal los. Lea ist hier gerade am Futtern. Und danach haut sie sich dann direkt mal hin. Heute ist ja schon Freitag. Wir gucken mal ganz fix in den Kalender. Morgen werden Dennis und Nora zu Kindern. Das heißt, die gehen dann auch in die Schule und wir sind die dann auch erstmal los. Wir haben dann zwar das Problem mit den Hausaufgaben, was auch ein bisschen anstrengend wird, aber wir haben dann 2 Kinder weniger zu Hause. So, da wird Ben und Amelie werden dort erwachsen. Und hier hat auch schon die Lea Geburtstag. So, und jetzt fehlen ja noch die anderen beiden. Sie ist jetzt im zweiten Trimester und kommt in 10 Stunden um 22 Uhr ins dritte Trimester. Das heißt, wir könnten es nächste Folge schon schaffen, dass die beiden... Das heißt, wir haben dann nächste Folge einen Geburtstag und die Geburt der neuen beiden. Das wird echt ein bisschen anstrengend. So, ihr Süßen. Oh, das ist kaputt. Das ist schlecht. Okay, Mutti schläft. Kiddies sind sich selbst überlassen. Perfekt. So, meine Nora, was brauchst du denn noch? Wir könnten dich vorzeitig altern lassen, was aber gar nichts mehr bringt, wenn du ja eh morgen Geburtstag hast. Dafür müssten wir alles auf Stufe 4 bringen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Könnt ihr hier mal zusammen spielen? Guck mal. Der Ben steht hier. Redet mal über... Die haben Manieren, die Kiddies. Redet mal über LKWs. Das ist ein Panzer. Nur war das ein Panzer, kein LKW. Woher kennst du schon Panzer? Er redet von Autos. Haben wir hier draußen nicht eine Rutsche? Oh, wir gehen jetzt alle raus auf die Rutsche. Da kommt sie schon angerannt. Süß. Und traust du dich? Ja. Wow. Es ist kalt. Oh, das ist schon Winter. Oh. Die wollen alle nicht raus. Du machst dir gerade in die Winde. Sehr schön. Spiel nicht mit mir. Zu viel spielen macht mich rasend. Hey, das ist ein Kind. Also hör mal. Und jetzt kommt der nächste. Krass, ich habe noch nie gesehen, dass die im Winter beim Atmen so Nebel erzeugen. Habe ich noch nie mitgekriegt. Ah, ihr traut sich nicht. Oh. Geht wieder zurück. Ihr könnt hier noch nicht... Nee. So, Lea, ich glaube, das reicht erstmal. Hast einen kleinen Powernap gemacht. Wir müssen hier nämlich ein bisschen weiter aufräumen, obwohl das könnten wir ersetzen. Das kriegen wir hin. Also aufräumen, aufräumen. Gibt es nicht eigentlich so eine Puddelkiste, so einen Sandkasten, irgendwas? Also nicht. Wir müssen uns nämlich mal wieder hier drum kümmern. So, du kannst dann mal alles ernten. Alles da oben. Und die können wir verkaufen. Hihihi. So, verkaufen. Die bringen nämlich Geld. Sehr schön. Dann haben wir vielleicht bald
genug Kohle zusammen, um endlich mal Fenster für unser Gewächshaus zu kaufen. Sie ist wütend, böse gesinnt. Mein Partner ist schuld, dass ich so aussehe? Da hast du recht, der Tobias ist daran schuld, dass du einen dicken Bauch hast. Dann wollen wir mal gärtnern? Oh, Babykick. Lea hat das definitiv gespürt. Morgenübelkeit. Oh nein, kannst du jetzt hier noch ernten? Nein. Sie macht's trotzdem. Nein. Das wird anstrengend. Iss mal deine Fischtacos. Wie lange dauert das hier noch? 3 Stunden. 3 Stunden. Na toll. Ich will meinen Garten ernten. Scheiße. Dann nimm dir doch mal eine kurze Dusche. So, er ist wütend. Dann geh schlafen. Du bist auch müde. Mach da mal bitte alle ein Mittagsschläfchen. Oder konntest du schon allein auf Klo gehen? Ja. Perfekt. Ja, mach da alle einen Mittagsschlaf um 16 Uhr. Und du hast ein Hüngerchen? Ach, du holst dir schon Muttis Essen. Alles gut. Geht's dir besser? Nein. Geh mal auf Klöchen, nimm dir mal ein paar Reste. Kannst du mal das verdorbene Essen aussortieren. Martin, du darfst gerne zu uns rüberkommen. Wir sind gerade alle ganz gut bei der Sache nach dem gestrigen Tag. Wo ist er denn? Martin, einladen. So, was ist mit dir, kleiner Maus? Du gehst auch mal schlafen. Ach, jetzt ist hier auch noch das Waschbecken kaputt. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das gut geht, alles. Mir fehlt jetzt aber doch ein bisschen die Musik hier. Lea, mach mal. Einschalten. So. Mach uns mal Musik. Der kleine Fratz geht schlafen. Obwohl er auch schon wieder Hunger hat, ne? Du darfst denn gleich mal ein bisschen Gemüse fressen. Du hast auch Hunger. Rein mit dem Gemüse. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst auch mal wieder ein bisschen Grünzeug vertragen. Und bei dir sieht's sehr gut aus. So, Lea, kannst du schon wieder? Nein. Nein. Wo ist denn Martin? Achso, sie hat ihn noch gar nicht angerufen. Los, Lea. Spute dich mal. Du kannst hier aber wenigstens Töpfchen saubern. Das Ding können wir ersetzen. Martin wird... Oh, das Klo ist auch kaputt. So wie Lea die Männer im Griff hat, wird Martin hier bestimmt aufwischen. Hallo Martin, tritt ein. Brauchst nicht klopfen, komm einfach hinein. Oh, jetzt ist sie wieder glücklich, sehr schön. Komm rein. Bitten, das Baby zu fühlen. Huch, doch draußen. Genau, betatsch meinen Bauch. Sieh. Scheint nicht begeistert zu sein. Nee. Martin ist nicht begeistert davon. So. Dann ernte jetzt bitte. Nein, Lea. Bitte ernte deinen Garten. Dann kannst du auch alles gießen. Oder auch nicht. Verkaufen, erforschen. Anscheinend brauchen die nichts. Müssten wir das Ding auch da reinstellen? Damit es funktioniert? Ich weiß es nicht.
Vielleicht brauchen wir noch mehr von den Dingern, dann brauchen wir die gar nicht mehr gießen. Mal gucken. So, ich spüre mal vor. Das macht Martin. Ist er schon am Wischen? Nö, steht vor der Tür. Martin, du darfst eintreten. So, genau. Dance mal hier ein bisschen. Tanz mal mit Lea. Hab mal ein bisschen Spaß. Oh, sie wollte sich die Geburtsurkunden angucken. Süß. Also das habe ich noch nie gemacht, ne? Dass ich mich einfach bei jemandem in die Küche gestellt habe und drin gedanced habe. Herrlich. Sieht aber ein bisschen steif aus gerade, muss ich sagen. Los, macht nochmal den Mega-Groove. Will ich nochmal sehen, bitte. Lea, kannst du nochmal? Los, Lea. Martin, danke, dass du den Müll rausbringst. Also, Lea, du und deine Männer, wirklich. Bin begeistert. Ich hätte das auch gern. Dass hier einfach jemand zu Besuch kommt und bei mir ein bisschen den Haushalt schmeißt. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles im Garten hatten. Oh, weia, du hast hier das ganze Spielzeug drin. Warum das denn? Die Kinder sollen noch damit spielen. So. So, wir nehmen mal noch eine Lilie raus. So, wo haben wir denn diese Kristalle her? Hier ist noch ein Stück Kuchen, den können wir mal wegschmeißen. Die sind neu, die Krokusse. Können wir das hier auch mal ein bisschen größer ziehen hier? Sehr schön. Oh, wir haben Begonien. 23 bringen die, 16 bringen die, 52. Okay, eine Rose wollte ich jetzt schon sagen. Eine Lilie ist für Don. Dem hatten wir die noch nicht gegeben. Und die zweite heben wir uns auf für Tobias. Aber das würde ich mit Tobias jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen, bis wir das nächste Kind planen. Okay, die Bananas kannst du deinen Kindern hier reinstecken. Genauso wie die Paprika, Karottis, die Erbsen. Lea, geh schlafen, du hast ein Bett. Bitte nicht? Okay, super. Hey. Ja, okay. So, die Erbsen kriegst du. Und die Pilze gibt's auch noch. Das war echt schön, dich zu sehen, aber ich muss jetzt dringend los. Ich hab mich auch gefreut, Martin. So, es schlafen schon alle, der Tag ist schon wieder vorüber, dabei haben wir gar nichts gemacht. Aber wir haben halt morgen so ewig lange gebraucht, um die alle mal ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Der Zoobesuch war doch ein bisschen zu anstrengend. So, ihr könnt jetzt alle mal ein bisschen Gemüse futtern. Steht mal auf. Genau, eine Banane. Und du auch. Morgen kommt ja das neue Star Wars Erweiterungspack raus von Die Sims 4. Ich habe das ja schon verfolgt, das wird ja mega kritisch gesehen. Das wollten ja alle Farmleben oder sonst was haben. Ich wollte gern Winterabenteuer haben. Nun ist es Star Wars geworden. Schreibt mir gern mal in die Kommentare, ob ihr das mögt, ob ihr es nicht mögt. Ich habe bisher noch keinen gehört, der sich darüber gefreut hat. Ich finde das echt traurig. Ich meine, da steckt so viel Arbeit drin. Die Entwickler, die Designer. Ich finde das schon cool, was die da geschafft haben. So, mir ist jetzt gerade zweimal das Spiel abgestürzt.
Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel machen. Ich speichere jetzt nochmal schnell zwischen, weil ich habe jetzt nochmal alles nachgespielt, was wir gerade gemacht haben. Wir waren beim Star Wars Pack. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet, ob es jemanden von euch gibt, der sich das kaufen möchte, ob es einen Star Wars Fan gibt unter euch. Ich bin leider absolut gar kein Fan. Ich werde es mir auch nicht kaufen. Ich kann euch noch eine Anekdote dazu erzählen. Mal sehen, ob das Spiel so lange läuft. Ich war in der Oberstufe. Das muss gleich 7., 8. Klasse gewesen sein. Also ich war noch minderjährig. Und ich war zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Hannah wollte in ihren Geburtstag reinfeiern. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Meine Freundin wollte in ihren Geburtstag reinfeiern und ich bin ja so ein typischer Mensch, der um 22 Uhr einfach völlig durch ist. Ich kann dann nicht mehr, ne? Ich kann dann einfach nicht mehr wach bleiben. Ich bin überhaupt nicht der Partymensch. Aber sie war meine Freundin. Ich war eingeladen, also bin ich auch hingegangen. Und dann hatte ich so es muss schon nach 10 gewesen sein, ich war fix und fertig. Ich hatte die Möglichkeit, entweder im Wohnzimmer auf der Couch zu pennen, wo alle Star Wars geguckt haben. Oder ich hätte ins Schlafzimmer gehen können, hätte mich ins Bett packen können, dort schlafen können, wo alle Saw geguckt haben. Ich glaube, Saw 3 war das sogar. Also es war der Teil, wo sich jemand den Fuß abhacken musste, um dort rauszukommen. Und ihr ahnt, was ich gewählt habe. Ich habe nicht Star Wars genommen. Ich fand Star Wars furchtbar. Ich fand es grauenvoll. Aber trotzdem finde ich das eine echte Leistung, das alles zu entwickeln, die Designs zu erstellen. Ich finde das echt cool gemacht. Feuer! Wo? Nein! Wer bist du denn? Wer bist du? Entschuldige bitte! Was tut sie in meiner Wohnung? B, wer ist sie? Ich kenne sie nicht. Und C, warum kocht sie bei mir? Warum? Und warum fackelt sie jetzt meine Bude ab? Ich habe 4 Kinder. Ich wäre auch stinkwütend. Oh nein. Okay. Kinder, aus dem Haus raus. Hierher laufen. Hierher laufen. Du bitte auch hier hingehen. Und hier hingehen. So, Mutti versucht, diese Frau zu löschen. Bitte. Boah, die ist schwanger. Florian, komm. Genau, Mutti, nimm dein Kind und geh raus. Mutti, komm. Ja, geh raus. Bring deine Kinder raus. Oh, weia. Nein. Los, bitte, geh hierher. Geh hierher, Kind. Wo bist du? Du bist auf dem Arm. Du bist draußen. Okay. Du bist draußen. Ein Kind ist draußen. Florian, kannst du mal diese Frau löschen? Oh, weia. Oh, weia. Warum gehst du nicht? Komm, Kind. Hast du dein Kind abgesetzt? Setz dein Kind ab, hol die Nächsten. Oh, ich dachte, hier gibt's eine Feuerwehr. Florian, renn doch nicht raus, du Depp. Jetzt muss echt Lea die retten, oder? Ich krieg die Krise. Ich krieg hier echt die Krise. Oh nein. Lea, kannst du sie jetzt bitte? Ja, danke, 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 danke. Oh, ich bin auf Feuer. Okay, Lea, schaffst du das? Lea, gib alles. Kannst du die Frau retten, Lea? Auf Feuer. Oh nein. Uff. Und sie haut jetzt hier. Ach du Scheiße. Oh mein
Gott. Lea, genau. Du hast das Ding gezeigt. Du hast das Ding gezeigt. Darf ich mal ganz schnell speichern? Ich dachte, es gibt Feuerwehrmänner. Oh Mann. Kann doch nicht wahr sein. Florent kommt hier angerannt. Die Frau rennt jetzt einfach weg, ohne sich zu bedanken, ohne sich zu entschuldigen. Der Lea Blum-Haushalt hat als Versicherungszahlung für die Objekte, die bei dem kürzlichen Brand beschädigt wurden, 480 Simoleons erhalten. Jetzt brennt das hier auch noch. Ich wollte euch gerade meine Anekdote erzählen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Genau, lies mal deinem Kind was vor. Oh Mann, die sind jetzt alle fix und fertig mit den Nerven. Kannst du auch zuhören? Ja, hört euch mal alle die Geschichte an. Geschichte anhören. Florent und Dennis Carsten sind soeben gute Freunde geworden. Ach so, da draußen. Das ist ja auch dein Vater, ne? Das darfst du. Hör dir mal die Geschichte mit an. Und du hör dir mal auch die Geschichte mit an. Florent, du sollst dich hier nicht bedienen? Ach so, ja. Kannst was essen. Ach, wie süß. Ach, ist das putzig. Ach genau, ihr müsst mir noch Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Das ist unser Namensbuch, für die, die es noch nicht wissen. Wir wählen die Namen nach dem Namensbuch aus. Ihr sagt mir eine Seite und den jeweiligen Namen von der Seite. Ich schlage euch mal so eine Seite auf. So, da sind wir bei den Mädchennamen, bei C, und dann sind hier die Namen alle aufgelistet. Und ihr schreibt mir einfach eine Seitenzahl. Ich glaube, das ging bis 45, 46 Seiten. Und ja, genau. Ihr schreibt mir eine Seitenzahl auf. Ihr schreibt mir den wievielten Namen ich von der Seite nehmen soll. Weil wir kriegen zwei Jungen, also diesmal zwei jungen Namen müsst ihr mir reinschreiben. Und wir werden wie immer Doppelnamen nehmen. Sobald die denn auch reinpassen, ne? Beim letzten Mal war es ja ein bisschen knapp. Och Gott, ist das ein süßes Bild. Hört mal her. Das muss ich doch gleich mal fotografieren. Okay, genug Fotosession, weiter geht's. Oh, zu Ende. Mann, Florent, ganz ehrlich. Bin so enttäuscht von dir. Bin mega enttäuscht. Kommst hier reingerannt? Du rettest kein einziges von den Kindern, nicht mal deine eigenen. Du löschst nix. Ja, die ist auch pissig, die Lea, ne? Gibt's jetzt erstmal schön Minus. So, geh mal auf Klöchen. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt meine Geschichte bis zum Ende erzählt habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich mir das Star Wars Pack nicht holen. Vielleicht gibt es irgendein Feature, was mir mega gefällt. Zum Beispiel habe ich mir das eine Pack nur geholt wegen dem Butler, den es gibt. Und das nachhaltig Leben habe ich mir jetzt auch nur geholt, weil wir die Rechnungen kürzen können durch hier diesen Wasseraufbereiter und die Solaranlage. Vielleicht gibt es ja ein mega cooles Feature mit dabei, wofür ich mir das holen werde, aber dann warte ich auch erst, bis es runtergesetzt ist. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wer von euch sich das holt. Und also schreibt mir da gerne mal was Positives in die Kommentare. Negatives liest man ja echt genug. So, und mit diesem Bild hier, mit dem kleinen Fratz, würde ich sagen, beenden wir dann auch den Part, bevor dieses Spiel wieder abstürzt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Am Ende gibt es wie immer ein kleines Zitat, also bleib kurz dran und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich habe immer geglaubt, all das Glück fliegt mir zu, aber rückwärts geschaut, warst mein Glück immer du.